Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Turm. Oh fuck, was tue ich hier? Wir spielen auf der Map Futuristic, Größe 4x3. Diese Map habe ich, nee, Moment, habe ich die letztens schon mal gespielt? Ich weiß nicht, ich meine in Erinnerung zu haben, sie mal wieder nach der 100. Folge mit Tobi und Flori gespielt zu haben. Ehrlich gesagt bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob wir das hochgeladen haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall spielen wir sie jetzt und ja, mal gucken, ob wir hier ein paar rasieren können. So, her damit. Wir haben einen AFK-Boy. Oh oh, oh Gott sei Dank. Huiuiui. Ein AFK-Boy. Ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir kommen jetzt erst in die Mitte. Go, 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 Simon. 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 Komm. Nice. I got it. I really does. Wegen Privatsphäre. Privatsphäre ist echt eine gute Sache. Eine wichtige Sache. Ja, ja. Da hat er wohl recht. Ich würde auch niemals meinen Skype-Namen einfach so sagen. Das ist ja komisch. Ne, würde ich nicht. Würde ich nicht tun. Zack, 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 zack. So, einmal kurz verschlossen, damit hier nicht jeder durch kann, der am Anfang den Weg in die Mitte gebaut hat und sich dann denkt, ach, gehen wir nochmal auf einen kurzen. Ich meine, er ist bei uns, ja, gut. Hey, Junge, sag ihn oder vergiss es. Ich bin nicht vor einer. So. Jetzt hiervon noch was. Dann noch was zu futtern. Fuck, 4 Gold weggebackt. Schreibt er. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so gut. Oh fuck, ich muss ganz schnell in die Mitte, Leute. Ganz, ganz schnell, bevor die anderen den Bogen haben. This is really important, I think. Just noch schnell hier die Dreier-Ding holen. Zack, und jetzt geht's los. Cops of LP, schreibt er. Ja. Nice, er kennt mich. Hallöchen, falls du dieses Video siehst. Schön mal wieder einen Abonnenten einfach so zu treffen. Attacke. What the fuck, Alter? Torm, deine Minecraft-Skills in letzter Zeit. Hui. Na, brauchen wir nicht so. Nicht so toll. Kann ich ihn noch catchen? Ach komm. Lassen wir ihn mal durchgehen. Erstmal hindern wir die daran, hier in die Mitte zu kommen. Das ist nämlich nicht cool, sich in die Mitte zu bauen, wenn ich in der Mitte bin. Ey! Fräulein! Alter! Diese Standbilder, ey! Kollege, so nicht! So, ja, was soll ich tun? Ich bin nur voll mit 3 Teams, die ich decken muss. Aber kein Problem, da kommt ja schon einer. Mit nichts. Das macht aber gar nichts. Weniger ist ja manchmal mehr. Hier. Take this and go home. Please. Oh, and this. Da. Even more. So go home. With it. And buy you some swords. Or a bow. A bow. A bow is very nice. Okay, da hinten sind die. Ich sehe die ganzen Leute nicht. Ich denke schon, alle, die haben nur noch einen Spieler oder so, aber haben alle noch 3. Nur die meisten, die sehe ich davon gar nicht. Ah, da hinten sehe ich jetzt ein paar Soldaten. Okay, Team Gelb hat die Mitte locker flockig. Junge, diese Standbilder zwischendurch. Massive hat bei. Oh, er muss off. Ja, das war klar, dass ich kein Glück haben kann. Hält er die Mitte oder baut er sich zu blau? Wir müssen das jetzt hier klug angehen. Very, 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 very klug. Halt die Mitte, okay? Einfach die Mitte halten hier, ganz chillimilli. Da liegt Gold. Ziemlich viel Gold sogar. Hat das? Hier, boy. Da, take this. And don't die, please. I want to go to
Team Red now. I don't want to. It's a really good team, I think. Aber eigentlich sind alle Teams so equipped, ne? Wo kam dieser Schuss? Von Team Rot. Danke, dass ihr mir mitteilt, dass ich einen Bogen, dass ihr einen Bogen habt. Da werde ich mich ja wohl ein bisschen in Acht nehmen. Schade. Schade, dass der Boy, der mich erkannt hat, aufgehen musste. Einfach, weil wir jetzt wieder einen Mate weniger haben. Hui. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht hier. Team Rot nervt schon. Ich hab's nicht gerne, wenn man an den Seiten zwei Teams hat, die einen mit dem Bogen wegschießen könnten. I really don't like it. I really don't like. Oh fuck, zwei Bögen. Uncoole Sache. Uncoole Geschichte, renn, oh mein Gott, renn. Boah, das war so knapp, Alter. Holy crap. Und diese Aktion hat mir einfach nichts gebracht, außer ein bisschen Spannung für die Aufnahme, ey. Kann ich ja vor das Intro schneiden. Dum-dum-dum-dum. Oh Mann. Schade, hätte ich wenigstens einen davon töten können, aber nee, sie hat mir einfach gar nichts gebracht. Gib mir das Gold, ich bring's raus. Ich bring's nach Haus. Und du gib mir... Ich gehe gleich zurück. Okay, hier. Da. Das musst du mitnehmen auf deinem Weg zurück. Okay, jetzt. Los. Zwei Enderperlen, zwei Stärke. Yep. Nice, er weiß Bescheid. He knows how it works. Over here, just one gold. I don't need it. Bring it back. Der grüne Boy Ding. Ja, er denkt, hier wäre keiner mehr. Aber da hat er falsch gedacht. Da hat er falsch gedacht, meine Freunde. Hier bin immer noch ich. Bam. Bam. Und ich werde die Mitte auch schön weiter bekämpfen hier. Erstmal hier den Way ein bisschen abbauen. Einfach, jetzt werden wir aber übermütig, nicht wahr? Damit man da nicht einfach durchrennen kann, wenn ich mal kurz nicht hingucke. Ich denke, wir werden Team Rot machen mit den scheiß Enderperlen. Team Rot geht mir nämlich am meisten auf den Sack, kann man so sagen. Mal gucken, ob das was wird, ob er runtergeschossen wird und nicht, ja, ob er runtergeschossen wird und nicht. Diese Runde macht mich wieder ein bisschen traurig. Weil ich fand das eigentlich echt cool, hier mit so einem Abonnenten zu spielen, der mich einfach so erkannt hat. Und, ja, solche sind dann natürlich auch vielleicht noch ein kleines Stückchen besser. Oh, nice. That's good. Moment, eben einmal hier das Gold mitnehmen. Okay, alright. Stärke. Und Hinder. Wow, Tom. Wow. That was really, really... shit. Nein. Oh, fuck, war das schlecht. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war das höchste Maß an Inkompetenz, was ich jemals ausgefahren habe. Shit, war das behindert. Schnell das ganze Gold hier wegnehmen. Damit hier... Nobody else, bro. Oh yes, komm schon. Jetzt flieg runter, Alter. Du Miststück, du sollst runterfliegen. Hä? Nein! Das war die Chance meines Lebens und er ist einfach nicht runtergeflogen. Fuck, jetzt haben wir die ganze Runde verkackt. Nein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Scheiße.
Wir hätten einfach noch ein bisschen warten sollen, bis der Vorteil noch krasser gewesen wäre. Er kommt her. Oh, shit. Ich weiß wirklich nicht, was wir jetzt machen sollen, ey. Ohne Spaßgens. Zack, zack, zack. Ah, Mann, das war echt nicht gut. Er fragt auch. Puh, schwierige Situation. Abwarten und Tee trinken? Nein, die werden jetzt die ganze Zeit mithalten, so wie wir das geplant haben, denke ich mal. Wir hätten maximal... Ach, man sollte immer nur mit einem dahin gehen. Oder beide gleichzeitig. Ohne Absprache ist das echt schwer, wie man gerade eben gesehen hat. Ich versuche jetzt einfach einen von denen irgendwie zu catchen. So. Zack. Was baue ich hier? Oh, oh, nicht nett, nicht nett, nicht nett. Geh weg, geh weg. I'm doing this. Oh Mann, Alter. Er geht viel zu viel Risk ein. Mit seinem Equip, ey. So, nun werde ich unseren Weg hier sicher machen. Bis auf das letzte Stück, damit man im Notfall noch die Sweeten Boys runter boxen kann. Hör mal im Equip nach. Oh, zwei gehen zurück. Sehe ich das richtig? Oder sehe ich das doch nicht richtig? Don't know, really don't know. So, der Weg ist erstmal weit genug sicher. Das letzte Stück, das sollte eigentlich immer gehen. Denke ich zumindest. Ich bin jetzt gerade echt überfordert. Jetzt ist der Moment, an dem ich merke, wie lange ich kein Bertos mehr gespielt habe, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich tatsächlich hier tun soll. Autsch. That hurt. Mann. Das ist echt nicht nett, was sie hier machen. Ich meine, wir haben genau das gleiche hier gemacht, aber wenn die das machen, dann ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Okay. Ja, das ist jetzt wieder scheiße halt, dass man einer weniger ist. Der hätte eben schön noch die Mitte catchen können. So. Ist dem nicht so. Really don't know what to do. I really, really, really don't know what to do. Puh. Ist insofern halt tricky, dass... Das ist echt mega scheiße. Da unten ist meine fehlgeschlagene Rettungsplattform, die ich viel zu tief gesetzt habe einfach. Weil ich einfach nie nachdenke, ach Torben, dass du noch eine Rettungsplattform halt hast. Ja, hier sparen wir jetzt ein bisschen Gold. Wie wär's denn mal? Komm. Die Dinger sind mal einen Versuch wert. Die sorgen auf jeden Fall mal für Ablenkung. Also besser, als wenn jetzt nichts passiert. Und Bronx haben wir eh genug. Wie, pass auf, worauf? Ach, die Schweine rücken vor. Kein Problem, dagegen habe ich ein Mittel. Bitte, Schafe, mach das Richtige. Tut das. Ja, rennt darüber. Mein Boy ist gestorben. He just died. Ich brauche einen Bow. Ein Bow, ein Bow, ein Bow. I need a bow. I need a bow, I need a bow. I need a fucking bow. So, komm. Alter Junge, ich habe ihm so ausgeteilt, er gibt mir einen Schuss und ich bin fast down. Was war das denn jetzt hier? Alter, das kann ja nicht wahr sein, ey. Komm, Sophie, streng dich doch einmal an, dahin zu rennen. Einmal. Nice. Sie ist einfach runtergesprungen, Drecksviech. Von wo schießen die denn? Ich verstehe es nicht. Das muss da rein, das ist wichtig. Da baut irgendwo einer was ab. Schießt einfach mal rein. Da getroffen. Oh.
Aber sie haben auch TNT-Schaffe dabei. Okay. Nicht so cool. Aber die kommen dann nicht mehr durch. Zack. Zack. So, wieder zum Zubauen gezwungen hier mit meinen ultimativen Bow-Skills. Ich verstehe nicht, warum er ihn da, aua, da hinten nicht treffen kann. Das ist mir ein nicht lösbares Rätsel. Oh, das ist echt so scheiße, dass sie jetzt, oh Gott. Die werden auch keine Möglichkeit, die werden auch niemals mehr aus der Mitte rausgehen, ja. Bullshit, ey. Oh, fuck, und dann laggt es auch nur so behindert, ey. Wie kommen wir wieder in die Mitte? Wie kommen wir wieder in die Mitte? Wir haben unser Gold so sinnlos aufgeopfert gerade eben. Don't know how to do this. Really don't know. Ich weiß, dass du da bist. Oh, getroffen. Oh, fuck. Fuck. Ja, hab ihn. Bitch. Das kann ich auch. Das kann ich auch, du Motherfucker. So, jetzt habt ihr auch sau viel Gold verschwendet. Nein, dumme Sophia. Ja, renn. Renn, Miststück. Gib Gas jetzt. Box ihn. Gib ihm Beef. Gib ihm Beef. Nice, ich hab ihn. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ihn gegeben. Wir haben ihm gegeben. Und seinem ganzen verkackten Hurensohn-Team. Shit, jetzt ist der Nächste da, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ja nice. Ja, freu dich. Bist gestorben. Spitze. Genau das getan, was du schon immer tun wolltest. Nice! Bitte gib ihm, bitte gib ihm. Gib ihm so heftig. Jawoll! Wir haben Team Rot gestürzt. Team Rot gestürzt. Leute, das will man doch so sehen und nicht anders. Und tschüss, du Motherfucker. Also sorry für die Beleidigung jetzt, aber ich bin gerade echt glücklich, dass wir das hier geschafft haben. Mitte. Wichtig. Komm Mitte. Bitte komm Mitte. Bitte komm doch in die Mitte. Bitte komm doch in die Mitte. Bitte komm doch in die Mitte. Ich schaff das hier nicht lange, wenn du nicht kommst. Mitte. Mitte. Ja, Junge, lass mich doch das schreiben. Das ist wichtig. Das ist echt strategisch richtig wichtig. Mitte. Boah. Scheiße, ich habe nur so ein Einserschwert. Ah, er kommt. Er kommt. Ein Traum. Er soll Team Grün nehmen. Hoffentlich kommt er. Hoffentlich kommt er durch, ey. Boah, er hat es gerade so gecheckt, dass er am draufgehen ist, Alter. Dick kassiert. Nice, er hat einen Bogen. Oh, yes. Oh. Nice, ey. Das war gut. Rot hat richtig dick an Equip verloren. Wir machen wieder hier Gewinn an Equip. Das ist wichtig. Komm, bleib weg hier. Blau, ihr habt gar nichts zu melden, ne? Ihr habt noch gar nichts in dieser Runde gemacht, tatsächlich. Hat er das wieder aufgebaut? Ne, dann war das da hinten irgendwas. Was versucht er jetzt? Er braucht viel zu lange, bevor der sich da mal zubauen kann. Da haben wir ihn doch. Das ist doch gar kein Problem, ist das. Das ist doch Routine. Nice. So, die Runde kann doch noch was werden. Nur leider haben wir keinen Warpoder dabei in der Eile. Schade. Das ist doof. Ich weiß nämlich nicht, wie wir mit dem ganzen Zeugs nach Hause sollen. Erstmal bräuchte ich aber denen die dumme Enderkiste hier ab. Damit die wieder ein Gold verloren haben. Oh Gott, es laggt zwischendurch. Warpowder! Ja! Junge, du bist der Beste. Thanks. Thanks. Nice. We are getting some gold over here. Und glaub mir, wir werden jetzt erstmal hier in der Mitte warten. Bis wir Gold bis an unser Lebens freaking Ende haben. Ich komme hier schon klar. Nimm du deine Teams, dann ist das Spitze.
Weil die haben einfach einen riesen Verlust gemacht, Alter. Die sind so oft draufgegangen. I really like it. I really, really like it. Dollcraft hat das Spiel verlassen. Okay, dann haben wir auch schon mal einen weniger. Ich habe hier irgendwo... Okay, er hat anscheinend irgendwie Damage bekommen. Oh, au, 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 au. Okay, aber nicht mehr der beste Bogen. Den werde ich mir gleich gönnen. Das ist nämlich erstmal wichtiger. Man muss sagen, ich habe in dieser Runde bisher schon gut ausgeteilt. Und hat auf jeden Fall mehr Sinn gemacht als diese Enderperl-Kacke. Dann mal gucken, was da... Nice, da ist der nächste rote down. Down, down. So, jetzt will ich den blauen da gerne haben. Ach, egal. Ich konzentriere mich weiterhin auf rot. Einfach damit rot. Einfach richtig krass. Also, die sind schon jetzt... Huiuiui. Die haben Verluste gemacht, auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Why muss man mit Hack spielen? Life is hard. Ja, ich muss noch eine Etappe vorschreiben. Life is hard. Na, 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 na. Habe ich mir gerade selbst zusammengedichtet, diesen Song. Falls ihr einen Songtext haben wollt, den gibt's nicht. Puh. Ich weiß jetzt. Ne, ich schieße halt einfach mal so durch zwei Blöcke. Doch, Simon, tust du. Was habe ich für Hex? Oh Mann, Alter. Nervt doch wieder nicht. Das ist so nervig. Es ist so nervig, dass die immer behaupten, Hex, 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 nur weil sie nichts drauf haben. Muss man doch nicht andere Spieler hier tot flamen. Ja, meine Damen und Herren. So. Zack. Zack. Ich glaube, er meint den, wo man so durch die Ecke durchschießt. Quasi. Weiß ich nicht. Kann sein. Ist mir auch relativ egal, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er keine Hexe hat. Sonst müssten wir die Runde viel mehr dominieren. Wenn er wirklich Aimbot hätte. Und mit Aimbot triffst du ziemlich fast jeder Schuss. Also. So gut schießt er auch nicht, dass er Aimbot haben müsste. Tze. Das finde ich ja jetzt mal nicht in Ordnung. Mann, Alter, diese Runde zieht sich einfach aus so ewig. Bad Wars ist einfach kein Spielmodus, den man gut vorproduzieren kann. Man ist einfach den halben Tag damit beschäftigt, zwei Runden aufzunehmen. Das gibt's doch gar nicht. Au. That hurts. Beziehungsweise that hurt. Oder? Ja. Was soll das eigentlich darstellen? Oh, da ist einer mit Unsichtbarkeitstrank. So ein Schlawiner. Nein, das kann er doch nicht machen. Men, oh men, oh men. Ihn hat man ja gar nicht gesehen. Das hat sich ja richtig gelohnt, dafür 30 Eisen auszugeben für diesen Unsichtbarkeitstrank. Seine ganzen Goldsachen hat er dafür auch noch verloren. Schade aber auch. Alter, mit Unsichtbarkeitstrank kann man sich so leicht hier an uns vorbeisneaken und unser freaking Bett abbauen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich gehe immer zurück hier. Ja, dafür habe ich gar keinen Warporter verbraucht. Weil ich hab's drauf. Ich bin's. Ah. Sicher ist sicher. So. Aber mit uns fuckt jetzt hier so schnell keiner mehr. Einmal kurz unser Bett überprüfen. Alles tutti frutti. Hier nochmal 31 Gold. Ja. Gute Frage, was machen? Lass EP und Stärke. Oh Gott. So. Dann hochbauen. Über deren Base. Und dann runterwerfen. Oh. Hallöchen. Was willst du denn hier? Du kleiner Boy. Wir sind jetzt leicht im Vorteil. Autsch.
Oh Junge, der hat sich da wieder richtig bei uns eingenistet, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. So ist es doch lächerlich. Wie muss man ihnen denn sagen, dass wir hier die Kings gerade sind? Vielleicht mit den guten alten Sophias. Obwohl ich die eigentlich nicht so unterstütze. Die Drecksviecher. Aber vielleicht muss man damit mal wieder hier eine kleine Ansage kurz machen. Oh Mann, Alter, ich habe aber Standbilder. Das ist echt nicht cool. Guck mal, Leute, guckt es euch an. Bitte nicht. Nein. Nein. Oh. Holy crap. Holy. Nein, sie. Oh nein. Oh nein. Er hat alles Gold dabei gehabt. Ernsthaft jetzt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt witzlos. Ja, wir haben nichts mehr. Leute, das war's, Alter. Och, Mann. Warum nimmt er denn alles? Er hat einfach 60 freaking Gold im Inventar gehabt. Warum? So unnötig. Das gibt's doch gar nicht. Boah, kotzt mich das an, Alter. So, du Motherfucker, komm her. Ja, trink deine scheiß Heilungstränke, weißt du was? Das juckt mich nicht. Okay, es juckt mich doch. Boah. Gib mir das auf den Sack, ey. Nice, 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 Simon. Aber es nervt, ey. Warum nehmt ihr denn alles Gold mit, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch kein gutes Spielen. Wie soll man denn so gewinnen? Und dann kämpft ihr auch noch mit dem ganzen Gold. Anstatt sich dann irgendwo einzubunkern oder so, geht er voll in den Kampf damit. Natürlich, so macht man das. Boah. Jetzt gibt er auch noch an. Alter, er hatte einfach alles an Gold dabei. Ich würde nicht so angeben, ey. Du hast gerade richtig verkackt. Du hast gerade unser ganzes Team in den Ruin gestürzt, wenn man das so sagen kann. Hallöchen. Alter. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Der will doch jetzt nicht aus der Entfernung mit dem Boss bleiben. Oh, er will es. Ey, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Junge, du kannst doch nicht aus der Distanz jetzt hier Boss-Bam machen. Boah, ey, das ist so lächerlich, ne? Leute, haltet alle mal die Fresse. Ihr geht mir richtig auf den Sack. Nur weil ihr einfach scheiße seid. Mein Gott, ey, das geht mir richtig auf den Sack, was die ganze Zeit da schreiben, ey. Boah. Heul doch, Alter, heul doch. So. Oh nein, bitte nicht. Mann, geht ihr mir auf den Sack. Gehen die mir auf den Sack, Alter. So. Die schreiben, dass das ein 12-jähriger kleiner Hacker sein soll. Und die selbst benehmen sich einfach wie die kleinsten Kiddies überhaupt. Mann. Alle flamen sich hier gegenseitig kaputt. Er geht mir richtig auf den Sack. Die sollen mal lieber spielen, anstatt zu schreiben. Boah. Simon, das hat mich jetzt gerade schon ein bisschen aufgeregt, ne? Ich hätte mich einfach hochbauen können und so eine scheiß Enderperle nach unten werfen können. Und dann wäre es das gewesen. Aber nein. 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 Du gehst mit 60 Gold in den Kampf.
Mit 60 verkackten Gold. Okay. Machen wir eine richtig alte Taktik. Kauf dir einen Bogen und... Upsa. Und... Pass auf die Base auf, bitte. So, bestes Equip und so. Gönn dir. Ei, ei. Nice. So, ich werde eine gute alte Taktik auf der Map Futuristic anwenden. Die habe ich früher in den guten alten Zeiten mal gemacht. Nee. Aber jetzt stellt's beiseite. Die ist echt ziemlich gut. Man kann nämlich hier runter gehen. Dann baut man sich hier so runter. Wie so eine schöne kleine Treppe. Zack. 20 Eisen weggebackt. Ja, aber die kriegst du bestimmt wieder, wenn du da einfach draufklickst. Aber bitte... lass nicht noch mehr verschwinden, ja? Jetzt wieder da, wie gesagt. As I said, as I said. So. Wir gönnen uns hier schön runter. Tief nach unten. Es ist einfach in der Runde noch nichts passiert. Die ist 31 Minuten lang und es passiert gar nichts. Es passiert einfach gar nichts. Das kann hier wohl nicht wahr sein. Mann, wie lange soll das denn dauern, bis hier mal ein Bett abgebaut wird, ey? Das nervt. Das nervt echt richtig hart. So. Ich baue mich circa anderthalb Stacks weit nach hinten. Dann baue ich mich gerade einfach so von mir aus gesehen nach rechts. Und dann baue ich mich einfach hinterher zu deren Base so. So ist der Plan. Ob das funktionieren wird, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, wir sind bei circa 1 Stack und 15. Ne, stimmt ja gar nicht, bei 1 Stack und 10. Waren wir gerade eben. So, jetzt sollten wir es gleich sagen bei 32. Komm, wir legen noch ein bisschen drauf. Sagen wir mal, hier zwei gute Stacks bauen wir uns weg. Wie viel haben wir denn noch? Ah ja, das ist doch eine schöne Summe. So, ich baue eine kleine Verbindung zu Team Rot, mein Lieber. Um die mal ein bisschen von hinten zu surprisen. Ja, natürlich über den Umweg. Oder willst du durch die Mitte die bekämpfen? Also, ich halte das nicht für so eine gute Idee. I think it won't work. Na egal. Wir machen hier einfach mal schön weiter. Dam-di-dum, di-dam-di-dum. So. Ja, Leute, bald ist es übrigens auch soweit, dass unsere Website fertiggestellt ist. Bald kommt die Room-Tour. Es wird viel kommen in nächster Zeit. Genau. Dann hoffe ich, haben wir bald die 5000 freaking Abonnenten geknackt. Das wäre echt übelst krass. Also im Moment sind wir halt bei 4050, glaube ich. Es fehlen noch 1000. Früher war 1000 so eine Summe, die einfach riesig war. 1000 ist jetzt immer noch eine riesige Summe. Aber wir kriegen die einfach krass schneller als früher hin. Und da bin ich euch mega dankbar und ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Und dass wir nach den 5000 natürlich auch nicht aufhören, sondern dass es einfach weitergeht. Das wäre so geil, weil, ja, keine Ahnung. Allein so eine 1000, das war so eine Summe, die wir früher eigentlich nie so bedacht haben. Es war halt immer... So, der Traum, sage ich mal, da groß, wirklich groß zu werden, der ist natürlich immer noch da. Aber 4000, das ist schon eine Zahl, die wir früher wahrscheinlich niemals im Kopf hatten. Weil die ist einfach auch schon so riesig. Überleg mal, 4000 Menschen, wie viele das sind, bitte. Ja, ja. Aber ich habe Bock auf mehr. Ich habe Bock auf mehr. So, ich bin mal gespannt, ob Team Rot das checkt. Ob die da Bescheid wissen. Oder ob die es nicht tun. So, ich denke, jetzt kann ich auch langsam mal anfangen, hier so ein bisschen ganz sicher, natürlich nicht sicher, aber halt ein bisschen weiter weg sich hier noch zu bauen. So, dann zack, 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 zack.
Ja, gut, dass ich das letzte Stack nicht mehr mitnehme, aber das brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Ich will nur so lange, bis ich die Base sehen kann, mich hier so schräg bauen. Und dann entscheiden, wie ich mich weiterbaue. Weil, wenn ich noch nicht weit genug hinter der Base bin, ist das doof. Und wenn ich schon zu weit hinter der Base bin, ist es auch doof. Deswegen. Aber ich baue mich lieber weiter hinter als weiter nach vorne. Einfach halt, um unauffälliger zu werden. Aber ich sehe einfach gar nichts nirgendwo. Ich sehe noch nicht mehr meinen alten Weg. Alles klar. Kann man machen. Ich bin mal gespannt, wann die Base hier auftaucht. Wir können es ja auch theoretisch... Nein, können wir nicht. Alles klar, verstehe ich schon. Mein Gott, wo ist die Base? So, ich baue mich jetzt einfach so. Das sollte passen. Ja, das passt, komm. Try it. Try the rainbow, taste the rainbow. Wer kennt die Werbung, schreibt sie in die Kommentare. Ich denke, die kennt jeder. Die ist echt ziemlich witzig. Naja, witzig ist sie eigentlich nicht. Ich verstehe es nicht, hä? So langsam sollte ich aber... Achso, nee, ich habe mich ja ordentlich weggebaut. Nähern wir uns mal. Aber... Auf... Jetzt, so nach den 10 Blöcken, sollte ich hier so langsam was erkennen. Zumindest, wenn ich hier noch 30 von dem halben, von dem Stack da verbraucht habe daneben. Dann sollte sie schon vor meinen Augen auftreten. Sonst wäre das ziemlich komisch. Ich bin mal gespannt und gucke genau bei 32 Blöcken. 40, 43, 42, 44. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Hä? Wo ist diese Base? Option? Video Settings? Render Distance? New. Entschuldige mal. Das ist jetzt doof gelaufen. Jetzt wurde mein Bett abgebaut. Und ich werde jetzt gleich drauf gehen. Das heißt, die ganze freaking Folge war umsonst. Aber wo ist mein Mate? War, hä? Don't understand this. Das Coolste wäre, wenn die den Weg nicht finden würden. Wenn ich hier einfach weitermachen könnte, ganz gechillt. Alter, jetzt geht rot aber ab hier. Sind die eigentlich... Ja, wahrscheinlich sind die... TS Skype Team. Ah, da ist die Base. Jetzt hätte ich sie gefunden. Mann, das ist so witzlos. Das ist gemein. Das ist gemein. Vielleicht kann ich noch den Bett abbauen. Das würde ich feiern. Wenn ich ehrlich bin. 2, 1, go. Da hinten kommt mein gelber Boy. Alles klar. Wir sind jetzt gleich da, wir sind jetzt gleich da. Stoße zu mir und dann geht's los. Hoffentlich kannst du die irgendwie unseren Weg hier so ein bisschen deffen. Das wäre sehr amüsant. Wir sind gleich da, mein Freund. Unauffällig von... Ja, ich weiß, dass du da bist. Du hättest mich jetzt, hätte ich dich vorher nicht gesehen, richtig erschreckt. 64 Blöcke habe ich noch. Mal gucken, ob das reicht. Oh shit, Alter. Die werden uns jetzt richtig suchen. Wenn wir es schaffen, da hinzukommen, das wäre mega cool. Das wäre mega cool. Die werden jetzt wahrscheinlich gleich TNT-Schafe losschicken. Oh, Mr. Scuffbunny ist gestorben. Der hat unser Bett abgebaut. Jetzt wissen wir, dass einer in der Base ist. Er muss sneaken. Gut, er sneakt. Okay, wir kommen so von der Seite. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Egal, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Ich bezweifle nur, dass ich genug Blöcke haben werde. Zack, 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 zack. Übernimm. Ah, nice. Ja, ein Block. Spitze. Ah, that looks better. So, wir nähern uns unauffällig.
Wir hatten genau den gleichen Gedanken hier. Aua, Junge! Nice! Better bauen, better bauen. Ich hab ihn. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Nice. So läuft es und nicht anders. Zack, Stärke rausgesnaggelt. So, einen Bogen habe ich auch. Alles easy. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. This is pretty cool. So. Ich werde Spinnennetze holen. Falls sie sich nach Hause porten sollten. So. Denn wenn die sich jetzt nach Hause porten, dann sitzen die in den schönen Dingern da fest. Falls die sich nach Hause porten. So. Und dann bauen wir noch einen schnieken Endstone-Rahmen außenrum. Einfach just to make sure that they can't come out of this freaking thing here. Alright. Get this, get that. Ich hoffe mal, die skypen nicht. Sonst wüssten die natürlich. Er schreibt go. Wohin denn go? Ich bin gar nicht vorbereitet jetzt auf den Blitzkrieg. Hä? What the fuck? Where are they? Hello. I'm going to get this gold. Thank you very much. Seriously? Ah, über unseren Weg. Okay. Nee, komm zurück, komm zurück. Alles gut. Ich möchte mich erst equippen. Ich bin nämlich richtig scheiße equipped. Gerade den Kampf habe ich nur richtig knapp überlebt. Lass mal kurz zu Team Blau, bitte. Hier kannst du einfach drüber hüpfen. Gar kein Problem. Team Blau weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Idee war, aber irgendwann müssen wir uns wahrscheinlich dann sowieso irgendwann... Ja, Tom. Er hat einfach einen. Er hat einfach einen. Wow. Lol. Wir gewinnen die Runde. Leute, das ist cool. Das ist echt stark jetzt. Noch ein Goldapfel. Und da habe ich die beste Rüstung. Oh, oh, oh. Dicker Fehler. Ja, ich schreibe dir sofort wo. So, nun bin ich equipped. Ready to rumble. Let's go. Party. Ich komme in die Mitte von Team Blau. Voll equipped. Nice. Let's go. What the fuck? Irgendwie hat sich das Blatt gerade gewendet. Eben. Seitdem ich mich da hingebaut. Holy crap. Gar kein Problem, das mache ich. Hallöchen. Oh, er hat auch Stärke getrunken. Und er macht wieder einen auf Boss-Spam. Weil er freaking cool ist. Aber wir haben gewonnen. Yes. Yes, 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 yes. We did it. Okay. Für euch. No GG. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Tröstet mal Team Rot ein bisschen. Ich glaube, die sind ziemlich beleidigt. Auf jeden Fall habt ihr eine richtig krasse 45-Minuten-Folge gesehen. Wow, für diese Folge lassen wir doch mal 120 Likes, Leute. 120 Likes, wenn ihr das schafft, dann seid ihr krass. Aber die Folge muss gewürdigt werden, Leute.
Ja, lobt am Ende doch noch mein Teammitglied. Das war echt auch stark noch. Also der Simeon oder so. Habe ich irgendwie an GTA erinnert. Naja, lobt ihn auch nochmal. Lasst 120 Likes da für diese geile Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Um nichts zu verpassen, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Haut da rein und ciao.